Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jungs, ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet, aber das hält mich nicht davon ab, Leute, ein random SUV zu machen um die Winter Wildcard Spieler. Es ist ein geisteskrankes Team, unter anderem KDB ist, glaube ich, der teuerste mit. Geile SBCs, dies, das und für ein bisschen Fortnite, dies, das ist der Heisen mit heute am Start. Was geht? Jo Leute, was geht ab? Heisen mit am Start und ich bin sehr gespannt, wen wir heute spielen. Das ist ja ein random Winter Wildcard SUV. Ich bin sehr, sehr hyped. Ganz klassisch, alle in ein Team reingepackt. Wir werden uns hier gleich eine Startelf-Anzahl oder eine Position nennen, perfekt. Und von daher lasst vorher aber schon mal unbedingt einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, ein kostenloses. Wir sind wirklich auf dem Weg zu den 50.000, Leute, macht die Mann voll. Gerne einen Kommentar da lassen, den Heisen unter abchecken. Erste Link in der Videobeschreibung, dann würde ich sagen, können wir mal reingucken. Welche Formation hast denn du? Ich spiele Filter 3, aber 50.000 Abonnenten, bist du da oder was? Junge, Alter, was ist das denn? Okay, so, komm, okay. 4-3-3. Erzähl mir, welchen 4-3-3. Spieler soll ich machen? Ja, ich würde dir eigentlich am liebsten den Torhüter geben, aber ich glaube, da hast du mir zu kranke Karte reingepackt und deswegen gehe ich mal mit deinem linken Flügel. Random. Oh! Ein random Video dabei. Den habe ich sogar schon. Toni Abe Kroos. Am Start. Junge! Den hab ich sogar. Ey, mal bitte bei mir auch aus. Der ist so. Ey, Leute, das ist einige der wenigen SBCs, die ich dieses Jahr gemacht habe. Der hat 5-5. Der ist so geisteskrank, ne? Ich hätte doch Bock gehabt auf Mondi, der war LZM. Der hätte ich auch mega Bock gehabt. Oder Dembele wäre fresh gewesen. Weil der ist auch krass. Dann sag mir mal was. 4-4-2. Ey, du sollst Offensiven auch kriegen. Das wird wichtig. Den linken Stürmer, komm. Stürmer, let's go, Mann. Das ist Usman, der macht so hier schon. Nein, der schickt Junge. Die Schlafen, Leute. Der schickt die Schlafen, Leute, Junge. Das ist es, Mann. Wir bauen uns Teams und sehen uns gleich wieder. Let's go. Da bist du doch. Angekommen endlich im Video, also im SPB, ihr wisst Bescheid. Ich halte mal deine zwei ZMs rein. Die würden zu Querpass-Toni auf jeden Fall passen. Okay. Also LZM ist auf jeden Fall Tchouaméni am Start und RZM ist am Start, ja, ein Weltmeister, aber nicht einer von letztem Jahr, also diesem Jahr, sondern ein von 2014, Mario Götze. Mario Götze, Valverde und Modric mit der kroatischen Cevapcici Cowboy-Nudel von ja, Tabaco. Let's go, kannst spielen. Okay, wichtig. Okay, ich habe hier zwei Jungs, LF und R. Du spielst auch Dembele im Sturm, ne? Meinst du? So ist es, Dembele im Sturm, okay. Ganz klassisch. Boah, dieses Bild von Dembele, wenn er nachher ein Tor macht. Was nicht passieren wird. War es gerade eine Ansage oder was? Wahrscheinlich. Pass auf. Also, Theo Hernandez. Wird's mal wieder rechts, nämlich der hat so eine Karte, die kannst du überall offensiv vorne spielen, deswegen spielt er mal wieder Theo. Und auf der linken Seite wird's Angel und die Maria. Asensio und Gavi. Super. Echt super. Okay, Leute, machen wir weiter mit den Offensivspielern oder beziehungsweise bei dir mit den Mittelfeldspielern. Das sind meine drei Spieler. Ich hatte rein, let's go. Schreibt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, hat vergessen zu sagen, was habt ihr zu Weihnachten zu bekommen? Da würde euch mal interessieren. Dies, das, pass auf, jetzt gehe ich mal von einem ZM-Spieler rein. Kennst du vielleicht, hast du das ein oder andere Mal schon gespielt? Park Ji-sung. Den habe ich nämlich gezogen in meinem Player-Pick aus diesem Hero-Teil. Ihr wisst Bescheid. De Paul, SBC. Auch die Karte sieht so geisteskrank aus, ne? Ehrlich jetzt. Und dann links wird's, ja, Mac Miller. AKA McAllister. Ach, das ist doch nichts. Benasser, Käse, Rabiot, ey, oh Mann. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Der Junge, der hat Stats, Alter. Der ist also, wenn krass. Der ansatzweise sich so spielen lässt, dann weiß ich, dann heiße ich Nico Scherzinger. Aber okay, ich halt mal rein, deine drei Offensiv, deine Künstler davon. Also, links habe ich da auf jeden Fall nachgemacht. Das ist Andre Di Maria. Im Sturm habe ich meine Icon am Start. Nicht Dalglish, nicht Crespo. Schnall dich an. Cruyff, World Cup Icon. Und rechter Flügel ist am Start, Gnabry. Cruyff World Cup Icon? Yes. Okay. Ich hab gesagt, ich wollte keine halben Sachen, Max. Ich hab Board schon ausgemacht, kannst spielen. Rechter, linker Läufer, ich halte rein auf Ansage 1 von 2 habe ich. Okay, dann fangen wir mal an. Linksverteidiger, ich habe ihn gezogen eben gerade. Ich hoffe, du hast halt bestimmt meine Instagram-Story gesehen. Das ist das Problem, deswegen könntest du ihn haben. Ferland Mondi Winter Wildcard. Ich will ihn mal testen, er hat nicht ein Spiel bis jetzt bei mir gemacht. Ne, doch, hat er. Hä? Wo hat er zwei Spiele her? Rechtsverteidiger ist auf jeden Fall Joshua Kimmich. Ja, okay, ne, bin ich mit einem Saw und einem Mondi gegangen. Natürlich da drüben in Hamburg, Leute, da ist die EA-Leitung, die ist so dick, das glaubt ihr gar nicht, Wahnsinn. Ich war ehrlich Packler gehabt. Bronze-Keeper, ja, macht den. Einfach 2 Millionen Coins in 2 Minuten gezogen. Deswegen auch der Coins jetzt. So, komm, ich halt rein. Meine Pass beiden auf. Aufhaus, komm. Yeah. Genau, linker, da wird eine
interessante Karte, und zwar vom Rhein Lodi. Ich habe gedacht, dass die eigentlich nur Handyhüllen machen, aber das können die auch angeblich Linksverteidiger. Und rechts wird es einmal Kalalulu vom 1. FC AC Milan, weil der ist Perfect Link zu... 78er Non-Rare? Nee, Bro. Nee, der ist Rare. Der Bro. Ist selten, Mann. Was mache ich der hier für den? Der ist selten. Ja, nächstes Mal schreibe ich auch Tom Mickel auf vom HSV. Aber wie wird's denn den Link mit zweite Liga, weißt du? Hallo? Okay, Leute, Finale. Ich habe hier drei Spieler stehen. Und der eine heißt, hat einen Namen, den ich überhaupt nicht mag. Oder diesen Verein mag ich nicht. Komm. Ja, meinst du? Ich glaube, du bist eigentlich eher Fan von dem Verein. Also, Leute, ich habe mich so konzentriert. Ich bin in mich gegangen, in meine Gedanken rein. Ich habe mich wiedergefunden da drin. Und zwar, ich habe dich versucht, mit den eigenen Waffen zu schlagen. Nämlich einen Spieler, den nimmst du sonst immer. David Alaba vom 1. FC Real Madrid. Und dann daneben Charles Piquet. Und nee, es war Charles Leclerc. Alles gut. Also Piquet spielt da hinten. Und dann im Tor meine Icon Edwin van der Sar. Da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein. Kannst du alle drei spielen? Ich habe Bremer, Bonucci und Jazzy. Schade, Schokolade. Junge, als ob ich Fullteam spielen darf, Leute. Das hat das letzte Mal, weiß ich, da stand die Mauer noch. Aber gut, okay. Das Jahr endet nicht gut. Das Jahr rein. Und ich glaube, du brauchst ein bisschen was Italienisches. Da so ein bisschen Pizza Napoli, dies, das, ne? Boah, ja, wenn du deinen hast, dann hast du gar keinen. Ich habe einen Tor, Manuel Neuer. Rechter Innenverteidiger habe ich David Alaba, weil du gesagt hast, ich spiele ihn so gerne. Und linker Innenverteidiger ist meine Hero-Karte, das ist Javi Mascherano. Ich bin mit komplett voll Juve gegangen. Lassen wir es gut sein, Leute. An der Stelle, das war's mal wieder Omelette. Laden wir uns ein in unsere Lieblingsfußballsimulation und haben jetzt viel Spielspaß miteinander. Let's go! Okay, let's go! Das ist es. Gut kicken die Runde. Rolf muss carryen. Flach spielen, hoch gewinnen. Oh! Ein paar Vögel abschießen am Mittwoch, ne? Junge, wir hatten, was ist denn das? Was hat denn der für ein Dribbling? Was hat denn der für ein Dribbling? Und ich habe meinen Torhüter übrigens richtig gemutet, aber er hat sich gemacht, okay? Ja, der Typ ist ein Shit, ich sag doch, Johan carried mich. Oh, der ist gar nicht so schlecht, ne, der Kräuf. Jetzt geht's los, Leute, jetzt wird in die Hände gespuckt. Pass auf, den wir Prost. Steigern. Wir steigern. Wow, der war komisch bewegt, ne, der Torhüter. Der ist gefallen wie eine Bahnschranke. Joa! Lass dich feiern da mit deinem Gräuf, wirklich. Diese Pay-to-Win-Leute, Mann, ich könnte kotzen. Was? Ich stand doch da. Was soll ich da machen? Also jetzt ehrlich, was soll ich da machen? Digga. Ey. Meine lieben Freunde. Ich sehe, das wird nicht reingeschnitten. Oh mein Gott, was? Was? Digga, sag mal, was ist denn hier aber heute auch los? Was ist das denn? Das, Digga, das, was ist das denn? Ey, Leute, ich werde verarscht, werde ich. Oh, GG. Junge, das ist wirklich dieses Game, Leute. Oh, Digga, was war das für Tore, ey? Okay, erzähl mir was. Was für eine Formel spielst du? 4-3, die vierte. 5 Discards, ne? Ja. Und dann Linksverteidiger? Ja. Den linken Innenverteidiger? Ja. Den ZOM? Ja. Den mittleren Stürmer? Also den ST normal, ne? Ja. Ja, einer noch, ne? Und dein rechter Flügel. Ich hab die... Tod, Eintertüppel! Ich hab die SBC gerade abgeschlossen, Mann. Es ist unglaublich, Leute. De Paul, ganz klar. Oh, du hast Mbappé nicht getroffen, das ist wichtig. Er stand linker Flügel. Im Tor stand Alaba. Das, glaube ich, wäre auch nicht so ganz geil gewesen. Nämlich den spiele ich echt auf. Also, du hast getroffen. 3-0, die McAllister, dann Theo Hernandez. Der kostet ganz gut was. De Paul, mega bitter. Und Kalulu, aber trotzdem, das ist schon okay. Ja, ist okay. Interessanter Player-Pick, also der kostet, glaube ich, mit der SBC so 300-400, glaube ich, ist da auf jeden Fall schon drin. Wird ein super Pick, ja, ich möchte die abgeben, wirklich abgeben. Ja, was soll ich dir erzählen? Voll. Leute, wenn ihr es mir gönnt, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ziehe ich jetzt Ronaldo, Mann, bitte! Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, lasst da oder check den Heißen unter ab, lasst einen Kommentar da und was letztes Wort können. Max Tappel, heute live. Yay, war auf meiner Seite. Freunde, haut rein, lasst die wieder. Ciao, ciao.